Hallo und herzlich willkommen in der Kanzlei SPKW Sobczak & Partner. Es ist so, dass in letzter Zeit Mieterhöhungen häufiger versandt werden als früher. Es werden ja nicht nur die Mieten erhöht, wenn es einen neuen Mietvertrag gibt, also ein neues Vertragsverhältnis, sondern gerade auch in Verhältnissen, die schon über Jahre andauern, dass jetzt Vermieter hier die Mieten erhöhen. Und wenn man sich da als Mieter und Vermieter sich nicht einvernehmlich einigt, kann es der Vermieter auch einseitig bestimmen, dass die Miete erhöht wird. Also ein Vermieter kann die Miete nur zur ortsüblichen Vergleichsmiete erhöhen. Wie hoch die ist, kann er, wenn es einen Mietspiegel gibt, was gerade hier im Teltow Fleming nicht oft der Fall ist, sich auf den Mietspiegel beziehen. In Berlin ist das überall der Fall. Er kann sich auf Vergleichswohnungen beziehen, Vergleichsmieten. Und er kann auch selber einen Gutachter beauftragen, der die Mieten, der die ortsübliche Vergleichsmiete berechnet. Allerdings letzteres wird meist außergerichtlich nicht der Fall sein, weil er die diesbezüglichen Kosten nicht auf den Mieter umlegen kann. Zunächst versendet der Vermieter das Mieterhöhungsschreiben und dann hat der Mieter 2 Monate Zeit, sich zu überlegen, ob er diesem Erhöhungsverlangen zustimmt oder nicht. 2 Monate heißt die beiden Folgemonate, die auf den Monat folgen, in dem er das Schreiben bekommen hat. Um das mal zu erklären, bekommt ein Mieter irgendwann im Februar ein Mieterhöhungsverlangsschreiben, dann hat er bis Ende April Zeit, darüber nachzudenken, ob er dem zustimmt oder nicht. Wenn er ihm zustimmt, also das schriftlich gegenüber dem Vermieter erklärt, ist die Miete dann ab Mai erhöht, muss er die auch zahlen. Er kann sich auch überlegen, ob er wegen der erhöhten Miete den Mietvertrag kündigen möchte, hat ein Sonderkündigungsrecht. Und wenn er nicht zustimmt, na, dann ist die Miete auch nicht erhöht, jedenfalls dann noch nicht. Wenn der Mieter nicht zustimmt, kann der Vermieter auf Zustimmung klagen. Dafür hat er dann 2 Monate Zeit nach Ende der Überlegungsfrist. Und in dieser Klage wird dann geklärt werden, ob das Schreiben formal korrekt war und vor allen Dingen auch, ob die ortsübliche Vergleichsmiete, die der Vermieter angegeben hat, tatsächlich in der Höhe besteht. Und wenn der Vermieter die Klage gewinnt, dann hat der Mieter rückwirkend ab dem Zeitpunkt, zu dem die Miete erhöht werden sollte, die dann auch zu bezahlen. Ein Gutachten kann zwischen 1.000 bis 2.000 Euro kosten. Und hier sollte man sich als Mieter zumindest sehr gut überlegen, wenn man nicht rechtsschutzversichert ist, ob man dieses Risiko eingeht. Weil selbst wenn die Mieterhöhung nur zum Teil berechtigt ist, können dann anteilige Kosten an dem Sachverständigengutachten getragen werden müssen, die eben dann auch schnell mal bei 1.000 Euro liegen können. Viele Mieter fragen sich, wenn ein Vermieter jetzt über 10 Jahre die Miete nicht erhöht hat, ob er dann diese Kappungsgrenze, ob die dann auch gilt. Ja, natürlich, das ist ja gerade der Sinn der Sache, dass die Miete auf einen Schlag eben nicht höher als 20% erhöht werden darf. Dafür ist diese Kappungsgrenze da, die übrigens nicht gilt für Modernisierungsmaßnahmen. Die können sogar zu einer Mieterhöhung führen, die dann über der Kappungsgrenze liegt. Aber das ist ein anderes Thema. Zur Beantwortung Ihrer Fragen stehen zur Verfügung die Rechtsanwälte Klaus Sobczak, Thomas Petter, Robert Kaiser, Thomas Will und Steffen Balke sowie Steuerberaterin Marion Setzefand. Kanzlei SPKW Sobczak und Partner, Bahnhofstraße 8 in Zossen. Telefon 033 77 33 99 0 oder im Internet auf spkw.eu.